Also bei der Hitze ist das eine tolle Belüftung. Ach, deswegen hast du Hosenstall offen? Nein, der ist zu! Und jetzt merkt ihr euch, wenn ihr Probleme habt, die Augen machen Schwierigkeiten, geht ihr ja auch nicht zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ihr müsst zum Augenarzt gehen. So, und jetzt TÜV, nichts Problem. Wo ist Problem? Ich sehe nichts. Ich sehe aber nicht viel so. Ja, richtig, das tut der TÜV-Prüfer ja dann auch, ne? Ja. Die so gut? Du musst ja blind sein, ey, wie eine Eule. Nee, eigentlich nicht. Ich sehe genauso gut. Scharf, wie ich aussehe. Und deine Frau, die zum Frauenarzt muss, lässt das ja auch nicht beim Kinderarzt machen. Und warum? Weil der Kinderarzt keine Ahnung hat von Frauengeschichten so. Vielleicht aus privater Hinsicht, aber nicht beruflich zumindest. Und deswegen fährt man an die Tankstelle zum Tanken, verdammt. Und nicht, um die Inspektion bei Mitsubishi machen zu lassen. Das ist ein super interessanter Fall und deswegen stehen wir hier. Und ich dachte, auch du kannst doch was über die Technik lernen. Wir alle können in dem Fall was über die Technik lernen. Da ist ein Haken. Den ziehst du? Den ziehst du? Ja. Zieh mal am Haken. Ja, da ist ein Haken, den ziehst du. Ich hab doch gesagt, du musst ziehen. Da hast du dran gezogen? Ja, da habe ich gezogen. Zieh mal. Nee, das ist aber drücken, ne? Ja, aber das war für mich ziehen. Ja. Ziehst du nach links? Nee, du drückst sie nach links. Nee, also für mich ist das also ziehen. Ja, wenn du von hier stehst, ist ziehen. Richtig. So ist es drücken und ziehen ist ja so. Mann, ich wollte einfach nur mal einmal auch auf schlau tun. Du wolltest gerade versucht, den Dacia da hinten aufzumachen. Sie heißt das bitte. Sie haben gerade versucht. Sie haben versucht, Dankeschön. Den Dacia mit einem Mitsubishi-Schlüssel aufzumachen. Ja, ich dachte, das geht. Hat funktioniert? Wir haben ja nicht am Türgriff gezogen, vielleicht. Keine Ahnung. So. Okay. Hast du mich jetzt genug fertig gemacht dafür? Ja. Verdammte Scheiße. Wir haben hier einen Mitsubishi ASX. Keine Ahnung, ob der so heißt. Die Kunden bemängelt. Achtung, ich lese mal vor. Aber hier nicht drauf filmen. Das ist wegen DSGVO. Fahrzeug hat Aussetzer beim Beschleunigen im warmen Zustand und leichtes Ruckeln klingeln. Laut Kunde sind es genau die gleichen Anzeichen wie vor 5 Jahren. Da war es aber nicht bei uns. Damals sind 2 Injektoren neu gekommen. Kunden bringt das Fahrzeug zur Schadendiagnose. Fakt ist, wenn du mit dem Auto konstant fährst, 4., 5. Gang, warmer Zustand, 80, 90 km/h, hältst das Gas, dann merkst du, dass er so bei 2000 Umdrehungen immer wieder anfängt, der zuckt quasi. Als wenn du immer wieder so leicht aufs Gas tippst. Er zuckt die ganze Zeit, er ist so unruhig beim Fahren. Er hält nicht konstant die Drehzahl. Du siehst es auch leicht am Drehzahlmesser. Hat er immer beim konstanten Fahren, wenn er warm ist. Kannte ich zum Beispiel ein ganz deutliches Zeichen, wenn ein Dieselpartikelfilter regeneriert wird. Und das hier ist ein Diesel. 2 Liter ist das, glaube ich. So. Also wenn zum Beispiel bei meinem BMW der Partikelfilter regeneriert wird, dann merkst du beim konstanten Fahren so ein ganz leichtes Rucken. Und auch beim Golf ist es so. Also haben wir zuerst, wir haben einen Federspeicher ausgelesen, steht natürlich nichts drin. Das Fahrzeug haben wir dann Probe gefahren und mit einem Diagnosetester uns die relevanten Messwerte angeguckt. In dem Fall die Ladedruckregelung, Abgasrückführungssystem, Luftmasse, die gemessene und so ein bisschen Injektorenwerte, Kraftstoffhochdruck, tralala. Alle Werte völlig unauffällig, völlig unauffällig. Auch in dem Moment, wo dieses Rucken auftritt. Ich habe erwartet, dass da kurzfristig der Kraftstoffdruck zum Beispiel einbricht oder das Abgasrückführungsventil soll und ist Werte nicht mehr übereinstimmen, weil es verkorkt, verklemmt oder sonst was ist. Oder aber, dass der Partikelfilter überladen ist oder sonst irgendeine Fehlfunktion in dem System ist, dass dieser Wagen immer wieder versucht, seinen Partikelfilter zu reinigen. War alles nicht der Fall. Haben wir nochmal einen Fehlerspeicher ausgelesen, wo immer noch nichts drin stand, und dann haben wir uns alle ein bisschen blöd angeguckt. Dann kam der schlaue Max auf die Idee zu sagen, Momentchen mal, in dem Serviceheft ist der Wagen bis 45.000 oder 50.000 Kilometer bei Mitsubishi gewesen. Er hat jetzt gelaufen 144.000. Wo war der die letzten 100.000 Kilometer? Antwort, an der Tankstelle bei der Inspektion. Ölwechsel klappt da bestimmt ganz super, kann ich nichts drüber sagen. Alles Weitere würde ich nicht an der Tankstelle machen lassen, das ist eine Tankstelle. So, also hat der Max gesagt, gucken wir mal nach, wann braucht der, wie oft braucht der neuen Kraftstofffilter, wie oft braucht der neuen Luftfilter. Liest sich das durch und liest damit einmal Ventilspiel einstellen. Und alle so.
Das kennen wir nur von VW Käfer und sowas. Und das hier ist halt einfach Mitsubishi aus Baujahr 2014. Ist 8 Jahre alt, Ventilspiel einstellen, völlig raus bei uns, bei unseren europäischen Fahrzeugen. Haben wir gesagt, sag mal, vielleicht liegt das daran, mit Sicherheit ist da irgendwie bei um die 50.000 bei Mitsubishi eingestellt worden und jetzt ist das Ding 100.000 Kilometer gefahren, ohne dass Ventilspiel eingestellt wurde. Kundin angerufen und gesagt, wir würden gerne mal einen neuen Kraftstofffilter einbauen, Luftfilter und das Ventilspiel einstellen. Ob das wirklich der Fehler ist, wissen wir nicht, aber es muss gemacht werden, damit wir überhaupt eine vernünftige Schadenfeststellung machen können. Und jetzt guckt man hier drauf. Auslass Sollmaß, das Ventilspiel, 013 bis 019. Das Ventilspiel war vorher zum Beispiel auf diesem 0,48, also dreimal so hoch wie zulässig. Hier noch mehr sogar. 0,53 und jetzt 0,16. Das sind also immer die Werte, die Johann gemessen hat an den Ventilen. Und das sind die Werte, die da sein sollten. Hier unten bei den Einlassventilen sind auch deutliche Abweichungen, wenn auch nicht so viel. Das ist aber ganz normal, weil ja die Auslassseite, die heiße Seite ist, wo also tendenziell mehr Verzug, Bewegung oder sonst was drin ist. Nach dieser Geschichte, da bist du so ungefähr 1,5 Stunden bei, ist eine Runde Probe gefahren, siehe da, Fehler war nicht mehr festzustellen. Da haben wir gesagt, ah, warte mal, nicht, dass das jetzt ein Zufall ist. Haben wir ihn abkühlen lassen, nochmal geguckt, ob alles dicht ist. Und er ist wieder gefahren, wieder die gleiche Geschichte. Dieses Rucken ist nicht mehr vorhanden. Das Fahrzeug war vorher schon in mehreren anderen Werkstätten. Keiner hat rausgekriegt, warum diese Kiste ruckt. Aber hier hat zum Glück einer gesagt, Moment mal, 100.000 Kilometer ohne Serviceheft-Einträge, wo war das Ding? An der Tankstelle. Und jetzt merkt ihr euch, wenn ihr Probleme habt mit dem Kopf, sagen wir mal irgendwas so, die Augen machen Schwierigkeiten, geht ihr ja auch nicht zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ihr müsst zum Augenarzt gehen. Und deine Frau, die zum Frauenarzt muss, lässt das ja auch nicht beim Kinderarzt machen. Und warum? Weil der Kinderarzt keine Ahnung hat von Frauengeschichten so. Vielleicht aus privater Hinsicht, aber nicht beruflich zumindest. Und deswegen fährt man an die Tankstelle zum Tanken, verdammt. Und nicht, um eine Inspektion bei Mitsubishi machen zu lassen. Wo selbst gestandene Kfz-Master nicht verstanden haben, warum die hier Ventilspiel einstellen muss, warum die das so gebaut haben. Wir sind seit 40 Jahren weg von dem Mist. Mitsubishi macht das wahrscheinlich heute noch so. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war ein sehr interessanter Fehler. Und ich dachte so, das zeige ich euch mal und auch Chantal vielleicht mal erklären. Hast du irgendwas verstanden von dem, was wir gesagt haben? Hm. Also nochmal dazu, alle 45.000 Kilometer muss das gemacht werden bei dem Auto. Und der hat jetzt 145.000 Kilometer runter. Letzter Herstellerservice vor knapp 100.000 Kilometern. Passt zu den Werten, die sagen mir genau das quasi, dass der 2 Zyklen übersprungen hat. Ich will euch noch eins kurz zeigen, darf ich mal? Dankeschön. Ich habe nämlich gesagt, ich schreibe ja meinen Mitarbeitern nicht viel vor, was Arbeitskleidung angeht. Aber, hier die älteste Hose anziehen, die sie gefunden hat, und dann sagen, das wäre modern. Sorry. Also bei der Hitze ist das eine tolle Belüftung. Was eine Ausrede. Ach, deswegen hast du Hosenstall offen? Nein, der ist zu! Wow! So, Freunde. Ewig eine große Klappe wegen Mitsubishi und Dacia und da hat so keine Ahnung was. Auch noch erklären wollen, wie man hier eine Motorhaube aufkriegt. Willst du die Abmoderation machen? Nein. Ist aber eine dienstliche Anweisung. Das war keine Bitte und auch keine Frage eigentlich. Möchtest du die Abmoderation machen? Kann ich gerne machen, ja. Sehr schön. Dann erzähl mal. Folgt den Kanal. Oh, folgt den Kanal. Ruf mich an und folgt dem Kanal. Ruf sofort an. 090 94 95. Nee, folgt dem Kanal. Bitte. Bitte. Oder lasst es. Könnt ihr euch aussuchen. Nee, nein. Folgt dem Kanal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und merkt euch eins, fahrt bitte in eine Werkstatt. Wofür? Zum Tanken? Zum Tanken? Nein, fahrt nicht zu einer Tankstelle für einen Ölwechsel. Oder allgemein Inspektion. Dafür gibt es Werkstätten. Okay. Und bei der Tankstelle wird getankt. Und guck mal, bei H&M gibt es auch heile Jeans. Ist nur ein Tipp. So off-topic. Also viel Spaß noch. Ciao. Um das hier abschließend zu klären, haben wir uns einen Kfz-Master mit dazu geholt. Olli, sag mir mal bitte, wenn du diese Haubenverriegelung hier betätigst und angenommen, du schiebst die so nach links rüber mit dem Finger, ist das Schieben oder Ziehen? Das ist Schieben. Chantal. Das ist Ziehen. Gut, du ziehst. Sie diskutiert einfach immer noch. Ja, wenn du hier stehst. Natürlich hier hinstellst. Ja, aber so hast du die Haube aber nicht geöffnet. Also man könnte sich noch auf Drücken einigen. Nach links drücken würde noch gehen. Zieh mal bitte an die Hebel.
Also ohne hier was zu zerstören. Dankeschön. Okay, Freunde. Das jetzt noch ganz kurz auf Topic. Viel Spaß. Danke, Olli. Ciao.